Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ich euch mitnehmen kann in mein neues Video. Und zwar, ihr seht, ich bin in einem Hotel und zwar in Mailand. Ich will den Tag hier in Mailand erkunden. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Los geht's. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Das ist jetzt ein richtig cooler Secondhand-Trödelmarkt. Ja, hier ist der Trödelmarkt und hier sind die Kanäle. Richtig schön hier. Und das Wasser ist auch ganz klar. Zwar ein bisschen viel Müll, aber... Nach Navigli konnten wir super gut mit der Straßenbahn fahren. Es lag sehr zentral und wir sind in 20 Minuten aus dem Stadtkern vor Ort gewesen. Wir fahren jetzt mit der Straßenbahn zurück ins Hotel, gehen ein bisschen in die Sauna und in den Spa-Bereich. Und dann fahren wir wieder hierher nach Navigli und wollen was essen gehen. Hier haben wir bessere Restaurants gefunden als bei uns in der Hood. Die telefonieren alle auf drei verschiedene Sprachen. So, wir sind jetzt zurück und jetzt geht's in den Spa-Bereich. Hier ist Fitness. Von hier oben auf dem Dach hat man den megamäßigen Ausblick über Mailand. Im Bikini einmal auf die Dachterrasse. Wir haben jetzt einige Saunagänge hinter uns und haben uns super entspannt, richtig frisch gemacht und jetzt geht's wieder nach Navigli zum Essen. Lecker! Es gibt für uns einmal Pasta Carbonara und einmal Pasta Napoli. Es ist jetzt fast 23 Uhr und hier ist so richtig was los. Guck
Guten Morgen, Mailand. Unser letzter Tag ist angebrochen. Er folgt praktisch, so ein Spiegel. Und wenn man denn hier steht, auf Augenhöhe, sieht man sich gar nicht. Das ist jetzt Augenhöhe. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's auf zum Frühstück. So, jetzt gibt's erstmal lecker Frühstück hier. Ich zeig euch das Buffet gleich. Na dann, guten Appetit! So, wir checken jetzt aus dem Hotel aus und verbringen dann noch ein bisschen Zeit hier in der Stadt, bevor wir nach Hause fliegen. Das ist hier die Hut in der Nähe von unserem Hotel. Wir sind jetzt im modernen Mailand angekommen, zwischen riesigen Hochhäusern. Und ja, schauen wir mal. Bummeln wir einfach noch ein bisschen hier durch die alten Gassen und alten Städte der Stadt und ich zeige euch jetzt einfach noch mal ein paar Impressionen, bevor wir dann zum Flughafen fahren und es ab nach Hause geht. So, hier ist der große Bahnhof Cadorna in Mailand und wir müssen zu Plattform 1. Also geben wir uns erstmal einen Kaffee und ja, haben noch eine halbe Stunde Zeit. Jetzt fahren wir den Zug zum Flughafen. Wir fliegen nämlich woanders ab, nicht dort, wo wir hergekommen sind, sondern von Malpensa diesmal. Jetzt hier am Flughafen Malpensa und ja, die Sicherheitskontrolle hat hier im Gegensatz zu Berlin ungefähr 10 Minuten gedauert. In Berlin 80 oder 90, ich glaube anderthalb Stunden haben wir angestanden. Und ja, jetzt bummeln wir hier noch ein bisschen und dann geht's ab nach Berlin, zurück zum BER.
Na, wie sieht's aus? Wer will mit mir heute Abend anstoßen? Oder vielleicht hier ein leckerer Cognac? So, boarding. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Ein wunderschöner Start. Im Hintergrund sieht man die drei oberitalienischen Seen: Lago Maggiore, Como See und Luganasee. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ihr seht mich gar nicht, aber ich sitze jetzt hier in Berlin. Mein Auto hat ja in Berlin geparkt, weil ich von hier aus auch losgefahren bin. Und jetzt fahre ich noch 1,5 Stunden von Steglitz nach Hause. Und ja, ich wollte mich verabschieden von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.